Am Mut hängt der Erfolg. Hä? Mut? Am Mut hängt der Erfolg? Boah, nee, ich hab keine Ahnung. Weißt du vielleicht, was das heißt? Scheiße, ey. Hallo, ich begrüße euch bei Fröhlich Deutsch. Mein Name ist Michaela Fröhlich, ich bin Deutschlehrerin. Und in diesem Video geht es um den letzten Teil meiner Serie zur Prüfung TELT Deutsch C1 Hochschule, nämlich um den mündlichen Ausdruck, also die mündliche Prüfung. Und ich habe das Video wieder in Kapitel unterteilt und wir starten sofort mit den Eckdaten. Das heißt, ich erkläre euch, worum es eigentlich in der mündlichen Prüfung geht, wie viele Punkte ihr bekommt, was die Bewertungskriterien sind und so weiter. Die mündliche Prüfung legt ihr nicht alleine ab, sondern ihr seid zu zweit oder vielleicht auch zu dritt. Und die Prüfung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist eine Präsentation. Dann gibt es eine Zusammenfassung und Anschlussfragen dazu. Ihr habt für den ersten Teil eine 20-minütige Vorbereitungszeit. Dazu bekommt ihr zwei Themen und ihr könnt ein Thema daraus auswählen, was ihr präsentieren möchtet und wozu euch vielleicht einfach mehr einfällt oder wozu ihr mehr Ideen habt. Und der Partner hat natürlich andere Themen zur Auswahl. Ihr könnt euch während der Vorbereitungszeit auch nicht austauschen und ihr dürft auch keine Hilfsmittel benutzen. Die Präsentation selbst dauert ungefähr 3 Minuten und die Zusammenfassung und die Anschlussfragen 2 Minuten. Das heißt, ihr habt pro Person 5 Minuten ungefähr für den ersten Teil der mündlichen Prüfung. Und im zweiten Teil bekommt ihr dann ein Zitat ausgehändigt und solltet dann darüber diskutieren. Ich sage schon mal direkt, es geht nicht darum, die ganze Zeit nur über dieses Zitat selbst zu sprechen, sondern es soll sich eine Diskussion zu diesem Thema dann auch entwickeln. Und der zweite Teil dauert dann 6 Minuten. Ja, und das heißt, ihr habt also insgesamt 16 Minuten ungefähr in der mündlichen Prüfung, wenn ihr zu zweit seid. Kann auch schon mal ein bisschen länger dauern oder es kann auch etwas schneller gehen. Da sitzt niemand mit der Stoppuhr und schmeißt euch dann raus, wenn die 16 Minuten abgelaufen sind. Trotzdem sollte man schauen, dass man in etwa die Zeit einhält. Dann stelle ich euch jetzt kurz die Bewertungskriterien vor und sage euch, welche Punkte ihr erreichen könnt. Also wie auch im schriftlichen Ausdruck gibt es verschiedene Bewertungskriterien. Das sind in der mündlichen Prüfung 5 Kriterien. Und insgesamt für alles zusammen könnt ihr maximal 48 Punkte erreichen. Das erste Kriterium Aufgabengerechtheit wird für jeden Teil der mündlichen Prüfung gesondert gewertet. Das heißt, ihr könnt für die Präsentation in diesem Kriterium 6 Punkte maximal bekommen, für die Zusammenfassung und Anschlussfragen 4 Punkte und für die Diskussion wieder maximal 6 Punkte. Aber worum geht es eigentlich genau? Und zwar behandelt das Kriterium Aufgabengerechtheit die inhaltliche Angemessenheit. Damit ist natürlich auch gemeint, dass ihr einfach die Aufgabe erfüllt, dass die Präsentation nicht um irgendein anderes Thema geht oder die Diskussion um irgendein anderes Thema geht. Aber was damit vor allen Dingen auch gemeint ist, ist die Art, wie ihr kommuniziert, welche Strategien ihr anwendet. Das heißt, dazu gehört zum Beispiel auch, dass die Präsentation klar gegliedert ist und gut strukturiert ist. Dazu gehört auch, dass in einer Diskussion Argumente angeführt werden, Beispiele gebracht werden und dass es vor allen Dingen eine Diskussion ist, dass ihr miteinander sprecht und aufeinander eingeht und nicht nur jeder ja so für sich eigentlich seine Einzelvorträge hält oder so. Also das ist damit eben auch gemeint. Also nicht nur ist das Thema getroffen, sondern auch, wie ist meine Art zu kommunizieren und was tue ich dafür, dass diese Kommunikation gelingt. Die anderen Kriterien betreffen die sprachliche Angemessenheit und beziehen sich dann auf beide Prüfungsteile zusammen. Es wird also nicht gesondert gewertet, sondern insgesamt gewertet. Und pro Kriterium könnt ihr maximal 8 Punkte erreichen. Ja, Flüssigkeit heißt, dass ihr den Eindruck erweckt, als würde es euch wirklich sehr leicht fallen, Deutsch zu sprechen. Das heißt, dass ihr nicht sehr lange nach Satzstrukturen suchen müsst, dass ihr nicht sehr lange nach Wörtern suchen müsst, und dass ihr keine wirklich unangenehmen langen Pausen macht. Es ist kein Problem, natürliche Denkpausen zu haben. Das tut jeder, das hat jeder Muttersprachler. Es ist auch nicht so schlimm, sich ab und zu mal selbst zu korrigieren, wenn man bemerkt hat, dass man Fehler gemacht hat.
Aber diese ja, kurzen Pausen oder diese Korrekturen dürfen einfach nicht stören. Man darf nicht den Eindruck haben, dass es euch sehr schwer fällt, fließend zu sprechen. Im Kriterium Repertoire wird dann bewertet, wie gut eure Ausdrucksformen sind. Damit ist nicht nur der Wortschatz gemeint, natürlich auch, sondern aber auch, wie präzise ihr euch ausdrücken könnt. Natürlich, ob es das richtige Wort ist, aber besonders auch, welche Satzformen ihr verwendet. Jetzt ist es ja so, dass man in der mündlichen Sprache anders spricht, als man schreibt, als ihr es zum Beispiel im schriftlichen Ausdruck tun sollt. Das heißt, die Satzformen sind vielleicht nicht so komplex und der Ausdruck ist nicht ganz so umfangreich oder flexibel vielleicht wie im schriftlichen Ausdruck. Trotzdem solltet ihr euch darum bemühen, auch mal komplexe Satzformen zu verwenden, die aber auch zur mündlichen Sprache im Allgemeinen passen. Es wirkt etwas seltsam, wenn ihr plötzlich in Schriftsprache sprecht. Eine ja, mündliche Prüfung ist eben keine schriftliche Prüfung und auf C1-Niveau seid ihr im Prinzip also in der Lage, zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache zu unterscheiden. Ja, und auch hier ist es nicht so schlimm, wenn ihr irgendwie mal ein Wort nicht kennt. Die Kunst ist es, das Wort dann gut umschreiben zu können. Ja, und dass ihr euch trotzdem einfach so ausdrückt, dass der andere ohne Probleme versteht, was ihr meint. Ja, grammatische Richtigkeit ist sehr leicht erklärt. Ihr solltet einfach möglichst wenig Fehler machen, das ist klar. Aber bitte konzentriert euch auch nicht zu sehr nur auf diese Korrektheit. Ich weiß, dass viele große Angst davor haben, weil sie wissen, dass sie Fehler machen. Ja, man macht Fehler beim Sprechen. Wir können nicht so lange darüber nachdenken, wie wir das im schriftlichen Ausdruck können. Und das ist auch nicht so schlimm. Ihr dürft vereinzelte Fehler machen, wenn sie das Verständnis nicht stören, wenn sie im Prinzip nicht weiter auffallen. Natürlich sollte es möglichst richtig sein. Die Gefahr ist nur, wenn ihr euch zu sehr auf die Korrektheit konzentriert, dass es zu Lasten der anderen Kriterien geht. Und zwar, dass ihr euch dann blockiert und dann fällt euch vielleicht irgendein Wort nicht mehr ein oder ihr verhaspelt euch oder ihr fangt an, viel zu einfach zu sprechen und seid nicht mehr mutig genug, komplexe Satzformen zu verwenden, nur um bloß alles richtig zu machen. Das solltet ihr nicht unbedingt tun. Die grammatische Richtigkeit ist nur ein Kriterium von 5. Ja? Also haltet das immer im Hinterkopf. Das letzte Kriterium ist dann die Aussprache und Intonation. Wie ihr vielleicht wisst, ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und ich kann euch direkt schon mal sagen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn ihr einen Akzent habt. Man kann kaum akzentfrei sprechen, wenn man es nicht früh genug wirklich gelernt hat. Es geht darum, dass man euch gut versteht, dass ihr eine natürliche Aussprache habt, dass besonders auch die Intonation natürlich klingt und dass ihr ja klar machen könnt, was jetzt wichtige Aspekte sind, welche Dinge im Satz betont sein sollen und eben welche ja, weniger wichtig sind, dass ihr einfach so ja, klar und verständlich sprecht, dass der andere kein Problem hat, euch zu folgen. Dann erkläre ich euch jetzt etwas Genaueres zum ersten Prüfungsteil, nämlich der Präsentation. Und wie ich schon gesagt habe, habt ihr 20 Minuten Zeit, euch vorzubereiten. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr keine Sätze schreibt in der Vorbereitung. Ihr dürft unter keinen Umständen lesen. Es ist eine mündliche Prüfung und keine schriftliche Prüfung. Das heißt, egal wie toll eure Sätze sind, sobald sie abgelesen sind, 0 Punkte. Ja, also ihr habt dann einfach keine mündliche Leistung erbracht. Deswegen solltet ihr euch in der Vorbereitungszeit einfach grobe Notizen machen, nachdem ihr euch natürlich das Thema ausgesucht habt, und eine Gliederung erstellen, sodass die Notizen wirklich nur eine Gedankenstütze sind. Schauen wir uns aber die Aufgabe einfach mal etwas genauer an. Dazu nehmen wir uns den Übungstest 1 wieder, den ich euch unten auch verlinkt habe, und schauen uns die Aufgaben von Teilnehmer A an. In der Aufgabe ist das nochmal genau beschrieben, was ihr machen sollt, nämlich ein kurzes Referat vorbereiten von circa 3 Minuten, ein Thema auswählen und auch hier wird nochmal extra angemerkt, dass ihr euch nur Notizen machen sollt und keinen zusammenhängenden Text schreiben sollt, dass ihr auch an eine Einleitung denkt, ja, also eine Präsentation besteht eben auch aus diesen 3 Teilen, Einleitung, Hauptteil und Schluss. So, und dann schauen wir uns mal die Themenauswahl an.
Welche Erfindung halten Sie für besonders wichtig? Hat diese Erfindung nur Vorteile oder auch Nachteile? Bitte begründen Sie Ihre Meinung. Das zweite Thema wäre, beschreiben Sie das System der universitären Ausbildung in einem Land Ihrer Wahl. So, jetzt sehen wir, dass nicht nur die Inhalte, also die Themen irgendwie unterschiedlich sind, sondern auch die Aufgabenstellung selbst. Nämlich bei der Aufgabe mit der Erfindung sollen wir Vorteile und Nachteile dieser Erfindung nennen. Wir sollen eine Meinung äußern und diese Meinung begründen. Das haben wir nicht in der zweiten Aufgabe. Hier reicht es aus, einfach nur das universitäre System zu beschreiben. Ihr müsst es also nicht bewerten und ihr müsst keine Vor- und Nachteile dazu nennen. Und deswegen, ja, schaut euch immer ganz genau die Aufgabenstellung an. Da steht immer wirklich genau drin, was ihr machen sollt und was ihr nicht braucht. Es kann natürlich sein, dass ihr in eurem Vortrag nicht alle Aspekte nennen könnt, die ihr gerne erwähnen möchtet. Ihr habt ja nur 3 Minuten Zeit, das ist nicht so viel. Aber in der Vorbereitungszeit könnt ihr euch dann einfach überlegen, was besonders wichtig ist, was besonders interessant ist. Dann könnt ihr in der Präsentation selbst dann erstmal mit einer kurzen Einleitung anfangen. Warum habt ihr das Thema gewählt? Warum ist das Thema wichtig? Ihr könnt kurz eure Gliederung vorstellen. Ja, und dann solltet ihr ziemlich schnell zum Hauptteil kommen. Beim Hauptteil kommt es, wie gesagt, auf die Aufgabenstellung selbst darauf an, was ihr im Detail machen müsst. Aber für alles gilt, dass es insgesamt sehr klar strukturiert sein muss. Und das solltet ihr auch sprachlich kenntlich machen mit einfachen Überleitungssätzen. Das hilft euch selbst einmal dabei, irgendwie den Faden nicht zu verlieren. Und es hilft vor allen Dingen auch, dem Partner mitzuschreiben. Es hilft dem Partner besser zu verstehen, welche inhaltlichen Aspekte denn jetzt als nächstes folgen. Es ist halt am Ende zum Beispiel jetzt auch nicht besonders hilfreich, einfach zu sagen, das war's. Oder ich bin fertig. Ja. Also auf C1-Niveau solltet ihr natürlich einen guten Abschluss finden, indem ihr sagt, ich möchte noch mal kurz meine Ergebnisse zusammenfassen und dann habt ihr vielleicht so einen Satz, mit dem ihr noch mal das Wichtigste wiedergebt und sagt dann, und damit bin ich am Ende meines Vortrags und ja, bedankt euch noch mal fürs Zuhören. Dann komme ich jetzt zu Teil 1b der Zusammenfassung und den Anschlussfragen und die Betonung liegt auf Zusammenfassung. Zusammenfassung bedeutet nicht nacherzählen. Es bringt euch überhaupt nichts, wenn ihr mitschreibt und also wirklich Wort für Wort alles mitschreibt, was der Partner präsentiert hat und ihr das dann einfach nacherzählt. Da hat niemand etwas davon. Ihr sollt die wichtigsten Punkte erwähnen. Ihr sollt vielleicht deutlich machen, was für euch besonders interessant war. Also stellt euch vor, dass ihr jemandem von einem Film erzählt, den ihr gesehen habt. Redet ihr dann 2 Stunden exakt den Dialog nach oder alles, was da eben in dem Film passiert ist? Nein, ihr macht auch eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Dingen, ja, mit den Hauptpunkten. Das heißt, bitte keine Details, bitte keine einzelnen Beispiele und auch bitte keine eigene Meinung. Ja, die ist da auch nicht gefragt. Ihr sollt den Inhalt noch einmal kurz in euren eigenen Worten wiedergeben. Das heißt, dass es vielleicht auch ganz gut ist, sich in der, während ihr eure Notizen macht, dass ihr das schon direkt in eigenen Worten macht, dass ihr schon versucht, Synonyme zu finden. Dadurch neigt ihr dann später nicht dazu, einfach alles nachzuerzählen, was ihr gehört habt und zeigt, dass ihr das inhaltlich verstanden habt und das in euren eigenen Worten wiedergeben könnt. Was dann die Anschlussfragen betrifft, ist es gut, wenn ihr euch, also erstens dürft ihr die nicht vergessen. Ich erlebe es immer wieder, dass nach der Zusammenfassung der Prüfling bzw. meine Schüler dann meistens im Unterricht vergessen, dass sie noch eine Frage stellen sollen oder 2. Es ist nicht vorgegeben, wie viele Fragen man stellt. Es sind in der Regel vielleicht so 1 oder 2. Diese Frage sollte sehr komplex sein oder möglichst komplex sein, also das Thema vertiefen oder weiterführen und nicht zu einfach gestellt sein. Zum Beispiel, sagen wir mal, euer Partner hat das Thema Erfindungen und hat über Smartphones gesprochen. Es wäre jetzt nicht so eine sehr qualifizierte Fragestellung zu fragen, wie oft nutzt du dein Smartphone? Interessanter wäre so eine Fragestellung wie, inwieweit könnte man deiner Meinung nach Smartphones sinnvoll im Schulunterricht einsetzen? Oder so etwas, ja? Das würde das Thema eben weiterführen. Er hat vielleicht über
die Entwicklung von Smartphones gesprochen und inwieweit uns das im Alltag weiterhilft. Aber vielleicht war der Aspekt des Unterrichts überhaupt nicht dabei, da ja sehr oft im Unterricht Smartphones verboten sind. Also versucht einfach, dass das Thema ein bisschen vertieft und weitergeführt wird und nicht so an der Oberfläche bleibt. Natürlich habt ihr nur eine begrenzte Zeit. Ich kann nur noch mal sagen, ihr habt 2 Minuten, um die Präsentation zusammenzufassen und Anschlussfragen zu stellen und dann, dass der Partner die Anschlussfragen beantwortet. 2 Minuten sind also nicht viel. Das heißt, ihr werdet nicht viel Zeit haben zu diskutieren. Das sollt ihr auch nicht. Die Frage soll noch mal so eine Anregung sein, um das Thema etwas zu vertiefen und weiterzuführen. Ihr könnt natürlich noch einmal kurz dann darauf reagieren, aber es sollte keine große Diskussion entstehen. Die Zeit habt ihr einfach nicht. Diskutieren könnt ihr nämlich im 2. Teil der Diskussion. Wie ich schon erwähnt habe, gibt es dann dazu ein Zitat und darüber sollt ihr dann sprechen, ja? Und es soll eine Diskussion entstehen. Ihr habt 4 Aufgaben dazu, die auf dem Zettel stehen. Und die müsst ihr jetzt nicht genau so abarbeiten, wie sie da stehen. Aber es ist ganz hilfreich, ja? Und es hilft euch einfach, verschiedene Aspekte nicht zu vergessen. Ich würde so anfangen, dass ihr euch erstmal beide, oder wenn ihr zu dritt seid, dass ihr euch alle darauf einigt und darüber austauscht, was denn eurer Meinung nach dieses Zitat bedeutet, was derjenige damit ausdrücken möchte. Es kann sein, dass manche Zitate einen größeren Interpretationsspielraum haben und man das gar nicht so präzise sagen kann, was da jetzt wirklich mit gemeint ist. Ja, aber tauscht euch darüber aus, was ihr darunter versteht und welche Meinung ihr dazu habt. Würdet ihr demjenigen, der das geäußert hat, zustimmen? Also würdet ihr der Aussage zustimmen? Würdet ihr ablehnen? In welchen Bereichen würdet ihr zustimmen? Und dann ist es eben ja, die Aufgabe, nicht nur 6 Minuten lang an dem Zitat zu kleben und das auseinanderzunehmen, sondern dass sich eben ein Gespräch zu diesem Thema dann entwickelt. Dass ihr dann auch über eure eigenen Erfahrungen sprecht, dass ihr immer aufeinander eingeht. Ich kann nur noch mal sagen, es ist wichtig, dass ihr miteinander diskutiert und nicht nacheinander Mini-Präsentationen haltet, ne? Entschuldigung. Also wenn wir uns mal die Aufgabe anschauen, hier steht ja, am Mut hängt der Erfolg beispielsweise. Das ist jetzt aus dem Übungstest 1. Es fängt damit an, wie verstehen Sie diese Aussage? Darüber habe ich ja jetzt schon etwas gesagt. Und inwieweit stimmen Sie überein oder inwieweit lehnen Sie die Aussage ab? Geben Sie Gründe und Beispiele an und gehen Sie auf die Argumente Ihres Partners oder Ihrer Partnerin ein. Und wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass ihr ja, ein Wort nicht genau versteht, nehmen wir mal jetzt an Mut. Ja, ihr wisst vielleicht nicht, was Mut bedeutet. Ist auch noch nicht alles verloren. Ihr könnt dann erst einmal vielleicht darüber sprechen, was denn Erfolg für euch bedeutet. Also ihr sollt einfach zeigen, dass ihr in der Lage seid, euch etwas auch zu erschließen. Tauscht euch einfach aus darüber, das ist das Wichtigste. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Also Diskussion bedeutet, wie gesagt, ein Schlagabtausch. Ihr dürft euch auch gerne widersprechen und ihr solltet unbedingt Argumente immer auch begründen und Beispiele liefern. Ihr könnt über eure eigenen Erfahrungen sprechen. Ihr solltet im Idealfall irgendwann einfach vergessen, dass ihr in dieser Prüfung sitzt, sondern und immer ja, euch einander zuhören, darauf reagieren, was der Partner sagt. Es gibt ja verschiedene Typen, so Redetypen, und einige sind halt sehr schüchtern und zurückhaltend und überlassen dem anderen das Feld, und die anderen sind dann sehr dominant. Beides sind keine guten Strategien für eine Diskussion. Das heißt, wenn ihr eher der schüchterne Typ seid, guckt, dass ihr eure Redezeit einfordert. Im Zweifel müsst ihr den anderen auch unterbrechen. Wenn ihr eher eine dominante Gesprächsführung habt, achtet besonders nochmal darauf, dass ihr dem anderen die Chance gibt, auch etwas zu sagen, dass ihr einfach mal Pausen macht und ja, dem anderen Fragen stellt. Fragen stellen ist sowieso ein gutes Stichwort. Es kann sein, dass ihr einen Zusammenhang nicht genau verstanden habt von dem, was der Partner gesagt hat. Ja, dann könnt ihr einfach nochmal gezielt nachfragen, ja, wie meinst du das denn genau oder könntest du das bitte etwas genauer erläutern? Mir ist noch nicht so ganz klar, wie du das meinst. Es
Kann auch einfach hilfreich sein, falls ihr zufällig immer alle der gleichen Meinung seid, trotzdem mal aus Prinzip eine andere Meinung zu haben. Das muss nicht so sein, aber es kann euch helfen. Denn so fangt ihr darüber an, mal über verschiedene Aspekte dieses Themas nachzudenken und auch mal die Perspektive zu wechseln. Vor der Prüfung und auch während der Prüfung beginnen wir mal damit, was ihr während der Prüfung beachten solltet oder was euch da einfach hilft. Wie ich eigentlich auch schon erwähnt habe, ist es gut, wenn ihr Fragen stellt. Die Frage ist immer, wie ihr das verkauft. Ihr müsst nicht alles wissen. Ihr müsst kein Experte in einem Gebiet sein. Ihr müsst nicht jedes einzelne Wort kennen und das verstehen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr nachfragt. Und das kann man ja auf verschiedene Weisen tun. Man kann sagen, was? Oder man kann sagen, das habe ich nicht genau verstanden. Kannst du das bitte noch einmal etwas ausführen? Oder sowas. Also die Frage ist ja, wie ihr euch verkauft. Verkauft euch einfach klug. Was sagt ihr dann trotzdem, wenn ihr mal nicht genau wisst, was ihr sagen sollt? Dann ja, seid ehrlich und denkt laut. Sagt so etwas wie, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Oder, oh, das ist ein interessanter Gedanke. Das ist wirklich eine gute Frage. Oder ja, ich habe mich bisher noch nie damit auseinandergesetzt. Also guckt einfach, dass ihr möglichst intelligent rüberkommt, auch wenn ihr keine Ahnung habt. Wenn euer Partner vielleicht noch gar nicht bereit ist, eine C1-Prüfung abzulegen, und das kommt leider öfter vor, als es sollte, ist auch für euch nicht alles verloren. Was ich sagen will, ihr braucht keine Angst zu haben, wenn der Partner wirklich sehr schlecht ist und ihr nichts versteht. Es ist dann am Ende sein Problem. Ich sage immer, ihr solltet natürlich die Strategien anwenden, die nötig sind, um ein Gespräch am Laufen zu halten. Das bedeutet immer auch, dass ihr euch einander unterstützt. Wenn aber der andere einfach zu schlecht ist und auch vielleicht so undeutlich spricht, dass ihr nichts versteht, dann kann das nicht eure Schuld sein. Da müsst ihr also keine Angst haben. Zeigt dann einfach dem Prüfer, dass es einfach nicht an euch liegt, dass ihr schon wisst, was ihr tun sollt. Ihr zeigt auch, dass ihr euch gut ausdrücken könnt. Die Prüfer sehen das ja auch, dass es einfach schwer zu verstehen war. Das kann dann halt, wie gesagt, nicht euer Problem sein. Ihr bekommt deswegen keine schlechtere Bewertung. Trotzdem, wie könnt ihr euch vorbereiten? Ihr habt ja die Übungstests und ja, es gibt sehr viel Übungsmaterial mittlerweile. Aber Präsentationen könnt ihr zu allen möglichen Themen halten. Die könnt ihr euch auch selbst auswählen. Schaut einfach, dass ihr da verschiedene Themen betrachtet und nicht nur die, die euch besonders interessieren. Zitate findet man auch massig im Internet. Oder ihr diskutiert über Zitate von Philosophen aus eurer Heimat oder was auch immer. Ja? Es geht ja wirklich nur um die Diskussionskompetenz und die Präsentationskompetenz und auch wichtig, das Zusammenfassen üben. Das ist, glaube ich, etwas, was den meisten am schwersten fällt. Auch da schaut euch verschiedene Vorträge vielleicht einfach an und versucht sie dann wiederum zusammenzufassen. Ich würde euch empfehlen, auch immer mal die Zeit zu stellen, damit ihr einfach ein Zeitgefühl bekommt, weil ihr in der Prüfung wahrscheinlich eher das Zeitgefühl verliert. Und vor allen Dingen macht es euch auch nur verrückt, wenn ihr nur über die Zeit nachdenkt. Deswegen trainiert es vorher oft genug, sodass ihr genau einfach schon im Gespür habt, wie lange ihr sprechen könnt. Und dann könntet ihr euch auch mal selbst aufnehmen. Also einfach mit dem Smartphone, ja? Ihr könnt dann einfach feststellen, wo noch Verbesserungsbedarf ist, wo ihr vielleicht noch viele Fehler macht und ob es denn wirklich so flüssig ist, wie ihr denkt. Oder vielleicht ist es auch besser, als ihr gedacht habt, als es sich angefühlt hat. Ihr solltet ansonsten möglichst aber mit jemandem zusammenüben. Sprechen tut man ja nicht alleine. Wenn es natürlich um Feedback geht und um Verbesserung von Fehlern und so weiter, dann sollte das auch jemand sein, der die deutsche Sprache einfach auf muttersprachlichem Niveau beherrscht. Wäre jetzt so mein Tipp. Trotzdem kann ich nur noch mal betonen, dass ihr euch nicht nur auf die Korrektheit konzentriert, sondern übt auch einfach das flüssige Sprechen, übt Umschreibungen. Dafür könnt ihr einfach verschiedene Definitionen zu einem Wort geben. Das hilft, Dinge zu umschreiben. Ja, das war jetzt soweit erstmal alles, was mir dazu noch eingefallen ist. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare.
Ansonsten wünsche ich euch wieder mal viel Erfolg bei der Vorbereitung, viel Erfolg bei der Prüfung. Ich schicke euch fröhliche Grüße und bis bald.